Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid zum Teil 2 Leben ohne neue Kleidung. Ich dachte mir, aufgrund der vielen positiven Reaktionen bei Instagram, als ich da dann in den Stories veröffentlicht hatte, wie ich so meine Kleidung bekomme, mache ich dazu nochmal ein Video. Ich möchte euch heute ein bisschen zeigen, was ich so ergattert habe. Das habe ich jetzt zufällig gestern gefunden. Einfach um zu zeigen, dass es möglich ist und was für Sachen man so aus dem Müll ziehen kann. Ich möchte auch nochmal hier Danke sagen für die vielen, vielen lieben Kommentare. Ich fand das total klasse. Ich war mir nicht so sicher, wie das Thema ankommt. Ich habe nicht damit gerechnet, dass es gut ankommt. Und ja, bin aber sehr, sehr froh darüber, dass es so gut ankommt, weil mir das Thema Kleidung sehr, sehr wichtig ist. Nicht, wenn es um Mode geht, sondern einfach der Nachhaltigkeit wegen. Ja, und deshalb muss der Vlog, den ich angekündigt hatte, auch noch ein bisschen warten. Der kommt dann wahrscheinlich als nächstes. Ich habe jetzt auch ein bisschen mehr Zeit. Wir stecken mal wieder fest, weil wir einen kaputten Keilriemen haben. Ist nicht so schlimm, aber wir haben halt den Termin jetzt erst ein paar Tage später bekommen. Und ja, jetzt müssen wir halt uns ein bisschen in Geduld üben. Aber zurück zum Thema. Kleidung aus dem Müll. Ja, viele machen sowas ja mit Nahrungsmitteln, das sogenannte Containern. In Deutschland ist es ja, weiß ich nicht warum, verboten. Wir machen das auch manchmal, dass wir Nahrungsmittel aus dem Müll ziehen, aus dem Container. Allerdings relativ selten, nur wenn wir jetzt mal irgendwie Bock haben oder zufällig irgendwo vorbeikommen. Wenn ihr da Fragen habt, könnt ihr die auch gerne stellen. Was ich da aber nicht mache, weil ich mir da einfach nicht sicher bin, das Essen, was wir jetzt daraus aus dem Müll holen, das verfüttere ich nicht an meine Kinder, weil ich mir da einfach nicht sicher bin. Mir ist bis jetzt noch nichts passiert. Ich habe es gegessen, ich bin gesund, ich lebe noch. Aber trotzdem einfach aus Sicherheitsgründen. Auf jeden Fall habe ich das eben auch auf Klamotten ausgeweitet. Ja, man kann nicht nur Lebensmittel aus dem Müll retten, man kann auch Klamotten retten. Und ja, das mache ich eben. Wie gesagt, in dem anderen Video, könnt ihr hier mal nachgucken, habe ich mir schon ewig nichts Neues mehr gekauft. Das beschränkt sich nur noch auf Socken und Unterwäsche. Unterwäsche, wisst ihr ja auch, trage ich meistens keine, nur wenn es wirklich nötig ist. BHs habe ich noch aus alten Zeiten, die passen auch alle noch, muss ich mir auch nichts kaufen. Und da ich meistens barfuß unterwegs bin, sind Socken jetzt auch nicht unbedingt was, was ich regelmäßig kaufen muss. Ja, meine Ausgaben, was Klamotten betrifft, gehen so gegen Null, also so richtig gegen Null. Und dieses Mal hatte ich echt ein riesengroßes Glück, weil alles in meiner Größe war. Ich habe einen Sack halb so groß wie ich gefunden. Ne? Alles in Kleidergröße 34 und es war so, so cool, weil da auch noch echt Sachen dabei waren, die mir richtig gut gefallen. Für mich ist es mittlerweile schon wie so eine Art Schatzsuche geworden, weil ich ja nie weiß, was ich finde. Wenn ich so eine Tüte da in der Müll stehen sehe, bin ich immer schon total gespannt, was drin ist. Manchmal ist auch echt nur, riesige Männerkleidung drin oder Arbeitsklamotten, aber eben oft auch was für mich. Meistens sind es nur so 4-5 Teile pro Tüte und wenn ich dann eben so eine große finde, ist das richtig cool. Den Anstoß, das zu machen oder das so zu handhaben, habe ich übrigens aus diesem Buch hier. Das ist ein geniales Buch, ich habe es jetzt leider nicht mitgeschleppt hier im Park, aber da sind extrem viele Ideen und Anregungen drin, wie man die Welt so ein kleines bisschen retten kann. Ja. Den Link habe ich euch in die Infobox gepackt. Das Buch lohnt sich auf jeden Fall. Schaut mal rein. Jetzt zeige ich euch einfach mal meine neueste Ausbeute und erzähle euch nebenher noch ein bisschen was. Ich selber bin generell kein Fan von Altkleidersammlungen. Da werfe ich schon lange gar nichts mehr rein. Da mag vielleicht ein guter Gedanke dahinter stecken, doch wenn die Menschen wüssten, was tatsächlich mit der Kleidung passiert, dann würden sie vielleicht nicht unbedingt da reinwerfen. Natürlich gibt es auch Ausnahmen, wie überall, aber das macht nur einen sehr, sehr geringen Anteil aus, sodass es im Grunde genommen schlussendlich dann auch gar keinen großen Unterschied mehr macht. Ein großer Teil davon geht nach Afrika, Asien und in andere dritte Weltgegenden, wo die Klamotten dann verkauft werden und damit dann auch noch den lokalen Markt zerstören. Also so toll ist diese Sache mit dem Kleiderspenden nicht. Ein anderer großer Anteil, der wird einfach zu Putzlappen verarbeitet. Das ist nicht an den Haaren herbeigezogen, sondern harte Realität. Der Grund ist relativ logisch. Die Technik, die da benötigt wird, um all die Fasern zu trennen, ist viel zu teuer und der Vorgang viel zu aufwendig. Hier fehlt es an allen Ecken und es rentiert sich einfach noch nicht. Die Maschinen, die man dafür bräuchte, sind noch nicht da oder einfach noch zu teuer.
Und das, was am Ende rauskommen würde, wäre wahrscheinlich sogar noch von minderer Qualität. Also es lohnt sich einfach noch nicht. Meistens besteht Kleidung eben aus Mischgewebe und da geht das Konzept so nicht auf. Und selbst wenn die Kleidung aus demselben Material besteht und man die zusammenwirft, dann ist immer noch der Garn, mit dem das zusammengenäht ist, aus Polyester. Und da fängt es dann wieder von vorn an und ja. Links dazu habe ich euch auch in die Infobox gepackt. Wenn euch das interessiert, schaut da mal rein. Kleiderspende ist nicht ganz so toll. Manchmal nehme ich dann auch den restlichen Teil mit, der was mir nicht gefallen hat, und bringe die in einen Umsonstladen, statt dass sie sonst im Müll landen würden. In Altkleidercontainer packe ich das nicht. In Sachen Altkleiderverwertung gibt es ja dann auch noch so Aktionen wie die von H&M, dass man seine alten Kleider abgibt, die man nicht mehr trägt. Und H&M macht das ganz geschickt. Du bekommst einen Gutschein dafür, damit du neue Kleidung kaufen kannst. Und der Kreislauf, ne, das fängt dann wieder von vorn an. Das ist so eine Greenwashing-Kacke, finde ich blöd, mache ich nicht mit und würde das auch niemandem empfehlen. Also ihr seht hier, die Klamotten, die ich jetzt hier gestern rausgezogen habe, die haben weder Flecken, Löcher oder sonstige Beschädigungen. Und solange die Modebranche nichts an dem Verhalten oder an der Vorhergehensweise ändert, werde ich mein Verhalten weiterhin so beibehalten und die Klamotten aus dem Müll ziehen. Ja, weil ich da nicht mitmachen möchte. Für mich fühlt sich das so super an. Ich spare Geld, ich habe Spaß dran, rette die Welt ein kleines Stückchen, auch wenn es nur ein geringer Anteil ist. Man soll ja selbst immer die Veränderung sein, die man in der Welt sehen möchte. Und ja, manchmal muss man eben klein anfangen. Macht mir nichts, dann fange ich eben bei mir an. Wenn ich all die Klamotten, die ich finde, kaufen würde oder müsste, wie auch immer, das wären mehrere hundert Euro alle paar Monate, das könnte ich mir erstens so nicht leisten. Und zweitens, die Menge an Klamotten, die ich so finde, das zu shoppen, das würde so viele Stunden in Anspruch nehmen, da hätte ich gar keinen Bock drauf. Vielleicht kann ich mit dem Video oder mit den Videos ja ein paar Leute dazu inspirieren, das auch so zu machen. Prinzipiell bringt es ja nur Vorteile mit sich und man rettet nebenher noch so ein bisschen die Umwelt. Wenn man das natürlich ausweiten könnte auf noch viel, viel mehr Menschen, wäre das auch schön. Es gibt so viele Klamotten im Umlauf und wir müssen nichts Neues mehr kaufen. Das ist wirklich unnötig. Es gibt Berge von Klamotten, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja? Ihr kennt vielleicht die Bilder von dem Brot, was täglich weggeworfen wird. Ja? So ähnlich ist das auch mit Klamotten, aber viel, viel, viel mehr. Viel mehr. Je weniger gekauft werden muss, desto weniger muss ja auch hergestellt werden. Und ja, zurzeit sieht es ja ziemlich düster mit unserer Zukunft aus, ja, die Zukunft von unserem Planeten. Und da muss man sich eben schon überlegen, will man das für seine Kinder, für seine Enkelkinder? Und wir müssen jetzt handeln. Wir müssen jetzt etwas tun. Man kann ja nicht einfach so locker vor sich hin leben. Das geht nicht. Man sieht die Probleme überall. Leute, guckt euch mal ganz genau um, wenn ihr rausgeht. Das ist so krass. Ja. Ich weiß nicht, was ich jetzt noch sagen soll. Ich habe einfach große Lust, das irgendwie in die Welt rauszuschreien. Ich habe hier nur 10.000 Abonnenten, aber ja, vielleicht kann ich doch einen kleinen Unterschied machen. Habt ihr vielleicht noch Gedanken dazu, Lösungsvorschläge, Alternativen oder irgendwas Hilfreiches? Dann schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr Fragen habt, auch alles wie immer in die Kommentare und ich antworte dann oder mache neue Videos. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann lasst doch den Daumen nach oben da und das Abonnieren wie immer nicht vergessen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!